Reflexartig gab es ja ein Sondervermögen bzw. neue Schulden von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr. Unabhängig davon, was das langfristig bringt, ob das eine sinnvolle Investition ist oder nicht, wie sich die sicherheitspolitische Lage in Deutschland, in Europa und weltweit entwickelt, möchte ich hier gerne über ein paar Ideen sprechen, was man sonst so mit 100 Milliarden alles machen könnte. Und damit eins klar ist, die Bundeswehr ist sehr schlecht ausgestattet. Ich habe das am eigenen Leib erfahren. Die ist nicht wirklich verteidigungsfähig. Und ja, wir leben in keiner friedlichen Welt. Und das Ziel einer entmilitarisierten Welt ist leider, leider weit entfernt. Dennoch zeigt sich in der Reaktion der Politik auf den Angriffskrieg von Wladimir Putin, dass die politischen Akteure nicht präventiv, zumindest aus meiner Sicht, nicht präventiv denken oder handeln, beziehungsweise sie handeln meist nur reaktiv. Im Klartext heißt das, es muss erst etwas passieren, in dem Fall etwas Schlimmes passieren, bis wir etwas tun, bis wir handeln. In diesem Fall ist das die Reaktion mit 100 Milliarden für die Bundeswehr, um die Verteidigungsfähigkeit wahrscheinlich herzustellen. Aber es gibt auch noch andere Beispiele. Denken wir an den Reaktorkatastrophenfall in dem Atomkraftwerk in Fukushima, in Sachen Energieversorgung. Oder denken wir zum Beispiel an Corona und den ein Stück weit Schritt nach vorne in Sachen Digitalisierung. Ich habe allerdings das Gefühl, dass von politischer Seite her nicht wirklich langfristig und präventiv gedacht wird. Viele Themen mal kurz aufkommen, aber dann auf der Strecke bleiben, beziehungsweise Probleme, die lösbar sind, nicht wirklich grundsätzlich gedacht, angegangen und gelöst werden. Deshalb hier meine Ideen, eine Investition von 100 Milliarden durchaus sinnvoll wäre. Gesundheit ist und war auch schon vor Corona sehr, sehr wichtig. Gesundheit oder das Thema Gesundheit war seit Corona sehr stark im Fokus und gerät jetzt wieder ein Stück weit in Vergessenheit. Dabei wäre doch spätestens jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um mal intensiv über einen sinnvollen Ausbau und die Förderung des Gesundheitssystems nachzudenken, dort zu investieren, präventiv zu agieren und damit die Rahmenbedingungen innerhalb eines Staates, eines Landes zu schaffen, um den Menschen eine bestmögliche Gesundheitsversorgung zu gewährleisten, eine bestmögliche Krankheitsprävention zu gewährleisten, Lebenserwartung langfristig damit zu steigern und natürlich auch das System für den Krisenfall fit zu machen. Deutschland musste ja Masken auf China kaufen. No comment. Die wichtigste Ressource im Gesundheitssystem sind dabei die Menschen und die Wertschätzung ihnen gegenüber. Gerade im Bereich der Pflege ist das sehr, sehr spürbar. In Deutschland arbeiten circa 5,7 Millionen Menschen im Gesundheitssystem, davon 1,2 Millionen Menschen in Pflegeeinrichtungen und in der Pflege. Diesen Menschen kann man einfach nicht genug danken, denn sie waren schon vor Corona sehr stark am Limit und sehr stark belastet. Von dem viel zitierten Corona-Bonus hört man allerdings wenig und Pflegekräfte erhalten maximal 550 Euro einmalig. Mit 100 Milliarden Euro wären das ca. 17.500 Euro pro Person als Einmalzahlung für alle Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, ohne dass der Staat natürlich darauf nochmal Steuern erhebt. Bildung, Bildung und nochmals Bildung. Bildung ist der Schlüssel. Immer wieder reden Politiker davon, in Bildung zu investieren und dass das ja so wichtig sei. Meistens vor den Wahlen und meistens passiert danach relativ wenig. Personal, Infrastruktur, Innovation oder vielleicht eine Begeisterung für das Lernen zu schaffen sind Mangelware. Gerade im Bereich der Bildung muss doch aber massiv und dauerhaft investiert werden. Nicht nur jetzt, sondern vor allem für die nächsten Generationen. Besonders als Land der Dichter und Denker. Oder sind wir das schon gar nicht mehr? Jedem Kind muss dabei die Möglichkeit gegeben werden, sein Potenzial maximal zu entfalten. Beziehungsweise die Rahmenbedingungen dafür müssen natürlich stimmen, wenn man wirklich davon sprechen will, in Bildung individuell zu investieren.
Und dabei soll es egal sein, aus welchem sozialen Hintergrund das Kind kommt. In Deutschland gibt es ca. 32.000 allgemeinbildenden Schulen. Diese könnten mit 100 Milliarden jeweils 3,125 Millionen Euro erhalten, um dort zu investieren, wo es am nötigsten ist. Was damit gemacht wird, sollen am besten die Schulen bzw. die Eltern und die Akteure vor Ort entscheiden. Was mit dem Bildungssystem und Chancengleichheit einhergeht, ist die Kinderarmut in Deutschland. Circa 2,5 bis 2,8 Millionen Kinder unter 18 Jahren wachsen dabei in Armut auf. Die Folge davon sind weniger Bildungschancen, psychische und physische bzw. soziale Probleme oder sogar Entwicklungsstörungen. Ein so reiches Land wie Deutschland lässt es zu, dass die Grundbedürfnisse dieser Kinder nicht ausreichend gedeckt sind. Ein Kind zurücklassen war dabei mal ein sehr flotter Wahlkampfspruch in NRW von einer sehr sympathischen Frau aus der SPD. Mit 100 Milliarden Euro könnten wir diese Kinder mit circa, beziehungsweise diese Familien mit circa 35.700 Euro pro Kind unterstützen. Hier muss natürlich individuell geschaut werden, wie man die Strukturen innerhalb der Familie und des Familiensystems nachhaltig verbessert und wo man genau schaut, woran es liegt. Nicht nur der Staat ist mit über 2,3 Billionen, also 2.300 Milliarden Euro verschuldet, sondern auch viele Menschen, die in Deutschland leben. Gründe hierfür können sehr, sehr unterschiedlich sein. Scheiterte Existenzen, Arbeitslosigkeit, Krankheit, Schicksalsschläge oder eine unwirtschaftliche Lebensführung bzw. steigende Preise und Kaufkraftverlust können dabei eine Rolle spielen. So oder so sind ca. 6,1 Millionen Menschen in Deutschland über 18 überschuldet. Das bringt sehr vielen individuellen Stress mit sich, hemmt Potenziale, sorgt für weitere Bürokratie und viele Menschen kommen auch aus diesem Teufelskreis, aus dieser Schuldenfalle nicht mehr heraus. Mit 100 Milliarden Euro könnten wir 16.000 Euro Schulden pro Person begleichen. Auch hier muss man sich natürlich genau anschauen, wie die individuelle Person verschuldet ist und was genau dazu geführt hat. Es kann natürlich sein, jemand hat sich bewusst verschuldet, weil er ein Haus bauen oder kaufen will. Ebenso wäre es denkbar, die Entschuldung der jeweiligen Person an eine kleine Gegenleistung zu koppeln, zum Beispiel ein sozialer Dienst im Gesundheits- oder Bildungswesen. Energie ist notwendig, gerade für ein Industrieland. Der Energiebedarf steigt und steigt und er wird es auch noch weiter tun. Nachhaltige und regenerative Energiesysteme sind der Schlüssel für die wirtschaftliche Entwicklung und vor allem für eine geopolitische Unabhängigkeit bzw. für eine starke Position. Besonders wenn es dabei um Abhängigkeit von Diktaturen geht, hat das Thema eine sehr hohe Relevanz. Hier hat Deutschland zu wenig getan und sich abhängig gemacht bzw. den massiven Ausbau der regenerativen Energien seit Jahrzehnten verschlafen. Wir müssen hier handeln und uns nicht von einer diktatorischen Abhängigkeit, Klammer auf Russland, in die nächste, Klammer auf Katar, begeben. Eine Solaranlage mit Speicher für ein Einfamilienhaus kostet ca. 20.000 Euro. Könnten mit den 100 Milliarden Euro ca. 5 Millionen Anlagen in Deutschland bezahlt bzw. in Auftrag gegeben werden. Zum Schluss noch ein relativ kleines Problem, was wir angehen sollten, lösen können und wo sich eine Investition definitiv lohnt. Ich hatte ja schon mal ein Video zu dem Thema gemacht. Deutschland staufrei findet ihr in der Infobox. Denn wir haben fast 20 Millionen Pendler in Deutschland und es gibt einfach sehr, sehr, sehr viel Stau. Der Stau hat zum Beispiel bei Corona ein bisschen abgenommen, aber es ging dann auch schon wieder ganz schnell zurück in die gewohnten Staustatistiken. Schaut euch gerne das Video dazu an. Eine Bahncard 100 kostet in dem Zusammenhang 4.144 Euro und wir könnten 24 Millionen Menschen mit 100 Milliarden Euro ein Jahr lang das Bahnfahren kostenlos finanzieren. Weniger Stau, mehr Gesundheit, weniger Stress, mehr Zeit für das Individuum, weniger Belastung für Wirtschaft, Umwelt, Straßen und Klima sowie
weniger Unfälle wären die Folge. Es gibt viele Herausforderungen, nicht nur hier in Deutschland, sondern auch weltweit. Diese können wir nur gemeinsam bewältigen. Und bestimmt habt ihr auch noch viel, viel bessere Ideen, was man alles so mit 100 Milliarden Euro machen kann. Der Staat bzw. die politischen Personen, die dahinter stehen, haben aus meiner Sicht eine tragende Rolle in Sachen Problemlösung und müssen endlich anfangen, nachhaltig, langfristig und präventiv zu denken und zu handeln. Aber auch jeder Einzelne hat eine gewisse Verantwortung im Rahmen seiner Möglichkeiten. Wir müssen die Herausforderungen angehen, Schritt für Schritt, Thema für Thema, von der kleinen bis zur großen Ebene. Ganzheitlich, ohne dabei an die nächste Wahl zu denken, sondern im Sinne einer langfristigen, überparteilichen Strategie, die die Menschen mit einbezieht und Probleme wirklich löst, statt nur an den Symptomen herumzuschrauben. Dabei müssen wir uns Ziele setzen und auch neu über Verteilung, Verantwortung, bestehende Strukturen und das Gemeinwohl nachdenken. Ein Deutschland mit der höchsten Lebenserwartung, Armut abschaffen, Potenziale entfalten, Chancen für jedes Kind ermöglichen und den Ausbau der regenerativen Energien auf 100% sind dabei definitiv mehr als nur 100 Milliarden Euro wert. Hier lohnen sich aus meiner Sicht langfristige Investitionen. Kampfdrohnen, Panzer, Jets und die allgemeine Aufrüstung der Bundeswehr sind für mich dabei zweitrangig. Ihr macht eine Bündelung der militärischen Ressourcen auf der europäischen Ebene deutlich mehr Sinn, um die Verteidigungsfähigkeit innerhalb des Bündnisses zu gewährleisten. Das Ziel muss langfristig natürlich eine weltweite Befriedung, die Abwesenheit von Krieg und Gewalt, Abrüstung sowie die Erfüllung der Grundbedürfnisse aller Menschen und der Ausbau der regenerativen Energien auf 100% sein. Wind und Sonne sind gratis. Wir können die Probleme lösen. Wir müssen es nur wollen. Humanistische Grüße.